wir spielen bis hierhin eine sehr, sehr gute Saison. Und da ist man auch mal eine Niederlage dabei, das ist überhaupt nicht schlimm, weil wir auch heute hätten nicht verlieren müssen. Wir hatten in der zweiten Halbzeit sehr, sehr viele Chancen und haben dann halt ein Tor bekommen, was auch hätte nicht sein müssen. Ja, zweite Halbzeit, ich habe eben gerade schon zu einem aus der Mannschaft gesagt, selten so unter Druck gestanden über 45 Minuten. Kann man am Ende wirklich sagen, dass es ein glücklicher Sieg war, eine sehr, sehr starke Mannschaft von St. Pauli. Es war im Hinspiel auch schon so, als wir 4-0 verloren haben, wir wussten, was heute auch auf uns zukommt. Ja, und ich denke, dass wir höchstwahrscheinlich auch nicht mehr auf so einen spielstarken Gegner treffen werden. Wir müssen auf jeden Fall an die zweite Halbzeit anknüpfen. Wir haben in der ersten Halbzeit ein wenig verschlafen. Und die zweite Halbzeit war dann wieder auch gut. Wir hatten viele Chancen, haben hinten auch nichts zugelassen. Und da gilt es einfach weiter auch an die vorigen guten Leistungen anzuknüpfen und weiterzuspielen. Da haben wir uns dann natürlich eine Menge vorgenommen für die Hamburger Woche. Und man muss natürlich sagen, mit dem Spiel gegen HSV, die als Tabellenführer zu uns kamen und den drei Punkten haben wir natürlich ein bisschen Auftrieb gehabt. Konnten dann gegen Altona gleich nachlegen und für uns natürlich hier heute gegen St. Pauli, wo ich sagen muss, dass von den drei Mannschaften die stärkste Mannschaft für mich war. Ja, vielleicht auch ein bisschen glücklicher Sieg heute, müssen uns bei unserem Torwart auch bedanken. Kann man natürlich sehr, sehr zufrieden sein und die Stimmung ist bei uns natürlich groß.